So, hallo zusammen und liebe Grüße aus Dubai. Wir haben wunderbare Präsentationen zu diesem ersten weltweit ganzheitlich völlig tokenisierten Projekt im Herzen von Bali. Ausführlich mit den Foundern, mit ganz viel Hintergrundwissen und diese Präsentation ein bisschen kürzer gehalten, extra um einen schnellen Einblick zu haben. Nichtsdestotrotz die Empfehlung im Namen auch deines Gastgebers, guck dir auch die ausführliche Version an, um zu sehen wirklich, wie spektakulär und wunderschön dieses Projekt ist. Alles, was du jetzt hier erfährst im Namen deines Gastgebers, sind einfach Hintergründe, sind Erfahrungswerte, ist keine finanzielle Beratung oder ähnliches mehr. Jeder muss für sich schauen, was passt ins Budget und die sogenannte Due Diligence natürlich übernehmen. Das ganze Projekt hat ein richtig großes Team. Wir haben unzählige Angestellte aus den einzelnen Ressorts. Ich mag ein paar nur hervorheben. Das sind einmal die beiden Jungs, die das Ganze 2006 ins Leben gerufen haben. Ronny Tomé, kann man googeln, hat viele historische Firsts gehabt, wenn es in die Richtung Blockchain geht, eigenes Bitcoin-Café und ähnliches mehr, Real Estate, Verkauf und Kauf gegen Blockchain. Und Mario Hintermeier, Mr. Charity aus Österreich, ist derjenige, der es tatsächlich in einer Vision gesehen hat, vor vielen, vielen Jahren und dann im Anschluss per Helikopter Bali zu bereisen aus der Vogelperspektive, um das richtige Land zu sehen, um die Vision Garten des Lebens respektive jetzt Spirit Hills zu realisieren. Und drei der Menschen vor Ort, auf der einen Seite Frances Tse, unsere COO für das Thema Garden of Life International, dann in Bali, ganz spezifisch für Bali, ist die Angel tätig mit ihrem Team und Eddie Mulianto ist der Direktor des Unternehmens vor Ort. Unser Mann an der Front, ein wunderbarer Zeitgenosse, aktuell kandidiert er fürs Senatoramt. Wir haben also auch perfekte Kontakte in die Governments. Was viel entscheidender ist, als wir entschieden haben, wir möchten hier ein Teil von sein und wir sind ein Team von vielen, vielen, vielen 10.000 Menschen in den letzten Jahren, die sich dem Thema Blockchain, Krypto verschrieben haben und wir haben einige davon angesprochen zu sagen, lass uns das realisieren, lass uns ein bisschen Geld in die Hand nehmen, lass uns ein Ressort bauen in Bali, was seinesgleichen sucht, um es dann zu tokenisieren und vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, beteiligt zu sein. Aber das ist nur der Anfang der Geschichte. Was wir hier sagen wollen, ist, das ist kein klassisches Unternehmen im herkömmlichen Sinne, sondern hier geht es darum, etwas zu verändern, etwas aufzubauen, was möglicherweise größer ist als wir selbst, was aber dennoch hochinteressant ist für die Familien in der Richtung, sich tatsächlich durch entsprechende Profite in Bali den Lebensabend sehr, sehr attraktiv abzusichern. Was kannst du erwarten in dieser kürzeren Präsentation? Es geht darum, dass du dich beteiligen kannst durch ein sogenanntes Patronage-Paket. Noch einmal, es ist das weltweit erste völlig ganzheitlich ausgerichtete Tokenisierungsprojekt. Und es gibt dir mit jedem Paket, was es ab wenigen 100 Dollar zu kaufen gibt, kostenlosen Aufenthalt im Resort. Es gibt dir tägliche Rewards, eigentlich Echtzeit-Rewards durch Smart-Kontrakte. Du hast natürlich ein hohes Potenzial, dass dein Anteil im Wert sich vervielfachen wird. Wir unterstützen, und das ist ganz entscheidend bei uns, die fünf attraktivsten und ja, unterstützenswürdigsten Charities in Bali auf ganz besondere Art und Weise. Aber du sicherst dir bis zu 21% Rabatt oder Discount für immer für alles, was mit Spirit Hills in Bali und in vier weiteren Locations dieses Planeten einhergeht. Das alleine ist ein absolutes Brett. Und wir haben natürlich, weil wir wollen die Community aufbauen, ein Kunde-wird-Kunden-Modell eingebaut. Wer daran Spaß hat, das ist vollkommen Fibonacci-basiert, kriegt auch hier eine Position kostenlos. Der Garden of Life wird 2027 eröffnet. Das ist ein Riesenprojekt, wo ich dich verweisen darf auf verschiedene Trailer und Pressemitteilungen, damit du eine Idee hast, was hier passiert. Ein Teil davon, Spirit Hills, öffnet bereits zum Teil Ende diesen Jahres 2024 und vollumfänglich im ersten Quartal 2025. Und das ist Thema unserer heutigen Präsentation. Alles liegt in Indonesien. Um ein bisschen Geografie zu machen, Indonesien ist ein unfassbar großes Land mit Tausenden von Inseln und es geht hier von südlich von Singapur bis hin in den Norden, wenn man so will, nördlich von Australien. Und Bali ist ein Teil davon, wenn man so will, eine Stadt, wenn man so will, ein Inselstaat im Staat durch das Herzchen hier gekennzeichnet. Und unser Projekt liegt in der Region Tabanan und zwar exakt im Center.
20 Meter, eigentlich sind es sogar nur 7 Meter vom geografischen Mittelpunkt, der jetzt gerade vom Government ausgebaut wird, mit einem kleinen Tempel, mit einer kleinen Begegnungsstätte, also auch Touristen dorthin locken wird, als auch der Situation, dass in unmittelbarer Nachbarschaft die weltberühmten Reisterrassen von Jati Louis sind, wo jeden Tag Tausende von Touristen hinkommen, denen wir natürlich sagen, es wäre eine Riesenidee, sich jetzt mal Spirit Hills anzuschauen. Hier seht ihr vom Land ein paar Ausschnitte. Schon 2006 gekauft. Deshalb ist dieses Angebot so spektakulär, weil Bali einfach durch die Decke geht. Die Preise, Länder als auch natürliche Hotelressorts und das Wohnen in solchen hat eine permanente Preissteigerung zurzeit auf dem Papier, weil eben Millionen von Menschen das Land bereisen. Es ist einfach wunder, wunderschön. Noch weitere Eindrücke, inzwischen nicht mehr ganz aktuell, weil der Baubeginn der Infrastruktur der ersten Straßen bereits begonnen hat. Wir lassen alles im Einklang der Natur. Ihr werdet es gleich auf Fotos sehen. Hier seht ihr Spirit Hills mal aus der Vogelperspektive mit den einzelnen Features. Wir haben Residenzvillen, auch für dich möglicherweise eine Option für die Zukunft, was Eigenes dorthin zu stellen, was du vermieten kannst, aber auch natürlich dein Eigentum ist. Dann ist der Schwerpunkt bei uns Glamping auf eine absolut luxuriöse Art und Weise, dazu gleich viel mehr. Die Reisterrassen werden über eine oder durch eine Zipline von oben bis unten zum Fluss verbunden. Eine Zipline, die dir eine Wasserlandung oder eine Trockenlandung ermöglicht, als spektakuläres i-Tüpfelchen, was dich dann unten zum Fluss-Spa bringt, zu dem Restaurant bringt, zum Fluss als solches. Und wir haben Tierbegegnungen mit diesen wunderbaren Luwaks, die meine kleine Tochter hier auf dem Arm hält. Das sind die katzenähnlichen, super fluffigen Geschöpfe, die den Kaffee kacken, der dann hinterher 1000 Dollar im Kilo kostet. Gar nicht so lecker ist übrigens. Hier nochmal ein paar ältere Fotos. So sehen die Residenzvillen auch alles im balinesischen Stil und die Glamping-Zelte. Da gibt es eine separate Präsentation, die du dir mal anschauen kannst. Wir reden hier von absolutem High-End. Du bist mitten in der Natur. Du hast alle Facilities. Du hast Badezimmertüren, die sind dicker als bei dir zu Hause. Alles, was man sich vorstellen kann, schnellstes Internet, aber halt mitten in der Natur, wirklich im Einklang mit der Natur. Und trotzdem sind das Unterbringungen, die teurer sind als das klassische 5-Sterne-Hotel. Hier nochmal ein Bild der Zipline, als auch der Luwaks. Wir haben aber auch Pferde, wir machen Pferde-Yoga, wir haben Alpakas und ähnliches mehr. Hier nochmal ein Grundriss auf der rechten Seite, ganz aktuell, eine Topografie, die er zeigt auf der linken Seite. Da ist, wo der Weg in Spirit Hills einhergeht. Erst kommen dann die beiden Villen. Dann seht ihr in Rot die Glamping-Zelte in verschiedenen Größen. Unten in Grün ist das Restaurant und dann in Blau der Spa-Bereich. Rechts daneben ist dann der Fluss. Mit Buggies werden die Kunden zu ihren Resorts gebracht, weil das schon ziemlich steil ist, die ganze Geschichte. Links seht ihr so ein bisschen, was alles da ist. Wir werden in der Ausbaustufe in der finalen 21 Glamping-Zeltvillen haben, von klein und groß und vieles weitere mehr. Das Ganze startet im Vollbetrieb bereits Quartal 1 2025. Das heißt, es ist vollkommen finanziert. Das, was wir jetzt anbieten, hat den Gedanken, auch für die kommenden Projekte viele Menschen zu beteiligen, zu sensibilisieren, was sie mit sogenanntem Fractional Ownership für sich in Anspruch nehmen können, nämlich eine permanente Rendite. Und hier seht ihr noch ein bisschen weiter die geplanten Eröffnungen, die ersten Dinge bereits im Quartal 4 2024 und dann in wenigen Wochen danach geht alles auf. Keine Vision, das ist Reality. Das ist Krypto mit kompletter Realität gebackt. Und jetzt kannst du dich beteiligen. Und das ist jetzt wirklich sehr zeitsensibel. Denn es gibt nur von diesen sogenannten Patronage Membership Packages 343 Stück. Die kosten von 610 Dollar bis hin zu 46.368 Dollar. Auch das sind wieder Fibonacci-Zahlen. Damit wirst du Teil des Projektes. Damit bist du Miteigentümer des Projektes. Und jedes dieser Pakete, das ich dir jetzt gleich oder die ich dir jetzt gleich vorstelle, enthält den kostenlosen Aufenthalt. Je Paketgröße, umso länger, logischerweise. Er hat den Bali Soul Token. Denn das gesamte Garden of Life Projekt wird gepowert von unserer eigenen Solarenergie. Ein Token, 2,50 Dollar gleich 1 Watt. Somit hast du eine ganz klare, wiederum Realität unterstützte oder gebackte Asset, Vermögenswert, was dir einfach dadurch, dass wir den Strom quasi dann verkaufen an das Resort, rund 17 bis 26% pro Jahr macht. Dann der Spirit Hills Bali Token, das ist dein Eigentümerschaft am Projekt. Dann hast du
ein oder mehrere Lebensbäume. Das geht schon in den Bereich der Charity, das kriegt einen Namen, das wird gepflanzt, das ist der Baum schlechthin in Bali, was wir mit Schulklassen regelmäßig in großen Events dort pflanzen. Innerhalb des Garden of Life gibt es ein großes Hexagon, das ist das Center dieses Resorts. Und in dem Dach sind Hexagone, die deinen Namen, dein Geburtsdatum, deine Geburtsstadt haben, haben eine sehr spirituelle große Kraft und auch die sind enthalten. Plus, wenn du möchtest, natürlich eine Position in unserem Kunde-wird-Kunde-Programm. Viele weitere Überraschungen, aber das Wichtigste wieder unten. Mit jedem Paket sicherst du dir jetzt auf Lebenszeit zwischen 3 und 21% auf alles, was du möglicherweise noch hinzukaufen willst. Noch ein paar Lebensbäume, weil du was Gutes tun willst, noch ein paar kostenlose Aufenthalte, Token, die einen oder die anderen. Aber eben auch Produkte aus unserem Shop. Das sind Hängematten, die Balinesen in unseren Charities produzieren. Außergewöhnlichste Nahrungsergänzung, Cashewkerne, selbst Schmuck, die alle Blumen des Lebens und heilige Geometrie zum Thema haben. Das sind die Pakete, die wir haben. Und zwar auch in der Anzahl. Wenn du dir nur mal die roten Zahlen anschaust, das Air, also das Luftpatronagepaket, kostet $610, ist wirklich viel mehr wert, wie du hier siehst. Davon gibt es 144 Stück und es sichert dir 3% Discount auf alles, was du darüber hinaus noch in Anspruch nehmen willst, inklusive natürlich auch deines Urlaubs in unserem Resort auf Lebenszeit. Das Wasserpaket kostet 2.500, ich runde mal, davon gibt es 89 Stück, sichert dir 5%. Das Earth Package ist dann schon fünfstellig, $10.000, 8% lebenslanger Discount, davon gibt es 55 Stück. Das Fire Paket, das gibt es 34 Mal mit 13% und das teuerste, aber mit Abstand attraktivste, $46.368. 21 Stück gibt es nur davon und 21% lebenslanger Discount geht damit einher. Ganz kurz, wie ist es zusammengestellt? Das kleinste Paket gibt dir halt erstmal eine satte Ersparnis, einen 3%igen lebenslangen Discount. Hier sehen wir das alles, du hast diese Position. Und das heißt, du musst auch keine Mitgliedschaft, die sonst jeder bezahlen muss, bezahlen. Das ist alles inklusive. Und jetzt gibt es dir einen dieser Spirit Hills Bali Token, also der Anteilstoken. 5-mal diesen Solartoken, ein Hexagon, ein Lebensbaum, 2 Übernachtungen, die du im ersten Jahr verurlauben kannst oder verkaufen kannst, wenn du möchtest. Eine hat einen Wert von $200. Und es gibt noch Metaverse-Token, wo ich jetzt nicht drauf eingehe. Das zweite Paket, 5%, das ist schon ziemlich satt, kostet 2.500 und gibt dir jetzt schon 13 Ownership-Token, 144 Watt innerhalb der Solar-Token-Geschichte. 2 Hexagone für dich und deine Lieben, 2 Bäume, 8 Übernachtungen, a $200. Du kannst dir ausrechnen, die Paketwerte sind erheblich größer im Einzelkauf. Das Earth-Paket jetzt ab $10.000. Das werden wahrscheinlich knapp 10.000 € sein. 8% lebenslanger Rabatt. Und jetzt sehen wir schon von 89 Anteile. Das sind NFTs. Die kannst du natürlich verkaufen. Die werden vom Wert höchstwahrscheinlich durch die Decke gehen. Du weißt aber, solange du sie hältst, gibt es dir in Echtzeit jeden Tag Auszahlung von jedem Touristen, der kommt, von jeder Spa-Behandlung, sprich Massage, von jeder Tiergeschichte, von jedem Zipline-Kunden und so weiter und so fort. 610 Watt sind dein Eigen, 3 Hexagone, 3 Bäume, 34 Übernachtungen, also jetzt schon ein ganzer Monat und mehr, die du in den nächsten 3 Jahren verurlauben kannst, verschenken kannst oder verkaufen kannst. Und last but not least, wir haben unser Fire-Paket. Hier reden wir von 13% lebenslangem Rabatt auf jeden Einkauf. Wir reden von 144 Bali Spirit Hills Token, von über 4.000 Bali Soul, also Solar Token, 4 Hexagone, 4 Bäume und 89 Übernachtungen, die du in den nächsten 5 Jahren in Spirit Hills verbringen kannst. Und last but not least, das attraktivste Paket, gibt es nicht ganz so viele von, $46.000, aber 21 Rabatt auf alles, Prozent Rabatt auf alles. Eine ganze Menge an Spirit Hills Ownership Token, ganz, ganz viel Watt. Ganz viele Hexagone, 5 Bäume und 144 Übernachtungen, die du vielleicht nicht alle brauchst in den 8 Jahren. Deshalb auch eine wunderbare Möglichkeit, sie zu verschenken, zu verkaufen. Dazu geben wir dir die Tools an die Seite. Wenn man das jetzt alles so ein bisschen anschaut, den Inhalt, die Erfahrungswerte, die Prognosen, dann kann man irgendwo von einem Profit sprechen von 30 und mehr Prozent pro Jahr. Und das hat man auf Lebenszeit nicht so richtig verkehrt. Und hier kommt hinzu natürlich noch der zusätzliche Kapitalgewinn, sprich die Wertsteigerung deines Resortanteils
Und da sagen Profis, das kann schnell mal 10x und mehr sein. Die Zukunft wird es zeigen, selbstverständlich. Und dadurch, dass all diese Gründer, die das ermöglicht haben, seit langem in der Blockchain unterwegs sind, sich mit Kundemodellen auseinandersetzen, unterwegs sind, relativ spirituell, ist diese Idee, dieses Crowdfunding, dieses Tokenisierung, dieses Fractional Holiday Ownership Modell entstanden. Und die erste Phase, die ist bereits aktiv. Du kannst dich registrieren. Sprich den Menschen an, der dir diese Präsentation geschickt hat. Hol dir dein Backoffice, hol dir deinen Zugang, damit du in der Lage bist, in Phase 2, und ich kann es jetzt verraten, sie startet am 1. April diesen Jahres, so ein Paket, eines, was dir gefällt, zu erwerben. Allerdings am 15. schon, am 15. März wird es einen Pre-Sale geben, eine Vorverkaufsphase mit einem Extra-Goodie. Also noch einmal, schau direkt ins Backoffice, dort siehst du in Echtzeit, was ist noch da. Ab dem 15. März geht es los und man kann sich sein Paket reservieren. Und weil man es 15 Tage vorher kauft, gibt es sogar noch extra Urlaub dabei. Und dann geht im zweiten Quartal der Online-Shop los für dich, der du sagst, Mensch, ich habe gar nicht mein Wunschpaket bekommen. Ich würde gerne mehr Solar-Token haben. Ich möchte noch mehr Ownership-Token haben oder in den klassischen Produktshops einkaufen. Dann kannst du das tun und du hast dann einen Einkaufsrabatt, den du dir durch dein Paket gesichert hast, der sich wirklich gewaschen hat. Und die Phase 4, der First Mover-Effekt, nämlich Garden of Life, geht in Kürze bereits los in den Baubeginn, in die Realisierung Brasiliens. Dann kommt Island hinzu, dort steht es rund um Klima. Brasilien ist das Thema Reforestation, also Aufforstung und Regenwald. Botswana, alles um die Tiere. Und dann geht es finally nach Ras El Khaimah in die Vereinigten Arabischen Emirate. Da geht es um erneuerbare Energien. Das sind die Headlines und überall bist du der Erste oder die Erste. Also, wenn dich das angesprochen hat, wirklich mal was anderes zu tun, eine wunderbare Ergänzung zu haben zu vielleicht dem, was du generell am liebsten tust, dann sprich mit der Person, die dir von diesem erstaunlichen Projekt berichtet hat. Du kriegst deine Einladung. Das geht nur auf Einladung. Registrier dich, kostet dich nicht. Such dir dann dein Lieblingspaket aus. Ab dem 15. März kannst du zuschlagen. Offizieller Start, 1. April. Danke auch an meinen Hund. Möglicherweise ist dann schon alles ausverkauft. Also hier ist wirklich der Zeitpunkt ganz entscheidend. Über diesen Link hier, den ich auch nochmal in YouTube separat aufführe, kommst du in unseren Telegram-Kanal, bist immer up to date. Wir starten noch in diesem Quartal mit Telegram Live-Support und haben Webinare in verschiedenen Sprachen regelmäßig für dich zur Verfügung. Das war's. Danke für die Aufmerksamkeit. Noch einmal, schau dir auch die ausführliche Präsentation an, um wirklich die Liebe und Leidenschaft zu Bali, zu Indonesien und zu Spirit Hills von den Foundern und verschiedenen Sprechern zu erfahren. Es ist wunderschön. Ich bin stolz, dabei zu sein und hoffe, dich ein bisschen inspirieren zu können zu haben. Du weißt, was ich meine. In diesem Sinne, tschüss aus Dubai.